Willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill und Barbecue. Freunde, schaut mal hier. Heute ist das hier fällig. Und zwar ist das ein Kotelett von der Alemu. Schönes Stück Fleisch, riecht schon hervorragend, hat ungefähr 800 Gramm. Und da draußen tobt gerade der richtige schöne Frühjahrssturm. Und normalerweise grill ich ja immer gerne. Aber heute fällt Grillen flach. Nichtsdestotrotz machen wir richtig geiles Steak. Und ich weiß, der eine oder andere von euch hat leider keinen Grill. Aber ich zeige euch heute, wie man ohne Grill ein Steak im Wolfgang-Style hinbekommt. Was zu so einem Wolfgang-Steak dazugehört, ist unbedingt Butter. Und zwar, da stellen wir uns mal hier so ein schönes Stück ab und lassen die in der Pfanne erhitzen, allerdings nur flüssig werden lassen und das Ding nicht anbrutzeln, sondern nur, dass das eine richtig schöne, warme, flüssige Creme Butter ist. Jetzt habe ich mir beim scharfen Messer auf dem Brett ein bisschen Butterschmalz abgeschnitten und das lassen wir uns jetzt hier in der Pfanne, lassen wir das mal schön flüssig werden und braten darin gleich unser Steak. Die Pfanne sollte so eine mittelhohe Temperatur haben, also nicht volle Pulle, dass das Ding anfängt zu qualmen, sondern schon, naja, ich sag mal von drei Viertel Stellung unten von den Reglern. Also wenn ihr 10 habt, stellt ihr Ding auf 7. Wenn ihr auf 6 habt, stellt das auf 4, irgendwie so die Richtung. Guck mal, die Butter ist jetzt heiß geworden. Das heißt, wenn so ein kleines Stück noch drin ist, einfach runternehmen vom Herd. Und jetzt nur immer ganz kurz hier so durchziehen, bis das alles weg ist. Dass die nachher, brauchen wir die warm, nicht richtig heiß, sondern nur warm, dass die praktisch noch so flüssig ist ein bisschen. Und die Schmiedepfanne fängt so ein bisschen an zu rauchen. Also ein bisschen ist okay, aber nicht zu viel. Und dann nehmen wir unser Steak, wie es ist, und diesmal ohne Salz, weil wir wollen eine schöne Kruste haben, und legen es praktisch direkt rein. Und jetzt geht es darum, mit ungefähr 3 Minuten von jeder Seite knusprig zu bekommen. Oh Freunde, die Küche riecht schon hervorragend nach 3 Aged Beef. Und jetzt wird es Zeit, unser Steak zu wenden. Yes! Kruste hat er. Und jetzt drücken wir wieder ein bisschen fest, dass wir auch auf der anderen Seite eine gleichmäßige Kruste hinbekommen. Auch von dieser Seite hat es die 3 Minuten geschafft. Und jetzt befreien wir uns von der fürchterlichen Hitze. Die Pfanne kann jetzt aus und weg. Also die Außenseite unseres Steaks sieht schon hervorragend aus, aber das ist jetzt natürlich von innen noch nicht so weit, wie wir es haben wollen. Deshalb lösen wir das jetzt aus. Und das ist das, was so ein Wolfgang Steak so ein bisschen anders macht als die anderen, weil normalerweise würde man das Steak jetzt im Kompletten durchgaren, und die Amerikaner, die machen das aber völlig anders. Und zwar lösen die das erst aus und lassen es dann zu Ende garen. Jetzt haben wir hier so einen Rippenknochen hinten drin. Den muss natürlich raus. Dann schneiden wir hier an dem lang. Und dann haben wir den gleich unten gefunden. Zack, und da ist er schon. Hier drüben, guck mal, hier haben wir noch einen kleinen Filetfutzel dran. Das ist auch nicht schlimm. Den schneiden wir gleich mal weg. Und wenn der da schon so ist, zack, im Mund. Traumhaft. So, und jetzt geht es darum, jetzt schneiden wir schöne dünne Tranchen von dem auf. Und ihr seht, das ist noch auf keinen Fall so weit, wie wir brauchen. Sondern das ist noch relativ roh. Jetzt nehmen wir das Steak, wie es ist, praktisch in diese einzelnen Stücke geschnitten, setzen das hier ein und ziehen es so ein klein bisschen auseinander. So, ein bisschen so Luft zwischen ist, das arbeiten wir gleich nochmal nach. Und geben jetzt als allererstes schön unsere Butter rüber. Sensationell. Und die ist jetzt nicht heiß, die Butter, deshalb können wir hier so ein bisschen noch gucken, dass sie überall so ein bisschen dazwischen kommt. So, schau mal, die Butter ist jetzt schon mal richtig schön dazwischen. Und jetzt ist der Moment, wo wir einmal das Ding so ein bisschen beschneien lassen. Also nicht mit dem Schnee von draußen, sondern hier mit ein bisschen schönen Salz. Ich habe jetzt hier ein Siedesalz, man kann aber auch ein schönes Meersalz nehmen. Also so ein Steak kann schon ein bisschen was Salz ab, da braucht ihr keine Angst haben. Also wenn ihr jetzt Jodsalz nehmt, das ist natürlich viel zu scharf. Und das wäre natürlich schade, jetzt so ein tolles Steak mit dem Jodsalz zu versauen. Jetzt haben wir das Salz oben drauf und jetzt kommt der geheime Trick. Jetzt tun wir es nämlich im Backofen und jetzt kriegst du mit Oberhitze nochmal richtig so 4-5 Minuten richtig Energie verpasst.
Die Amerikaner machen das mit so einem 900 Grad Ofen, der von oben die Hitze macht, auch das in der Pfanne bei Wolfgangs. Das haben wir zu Hause natürlich nicht, aber der Effekt, verspreche ich euch, ist nachher ganz genau derselbe. So sieht unser Steak jetzt aus. Guck mal hier drüben, da kann man erkennen, wenn man das einfach flach hinlegt, dann gart das relativ schnell durch. Wenn wir jetzt hier mal zwischengucken, dann haben wir nämlich einen super Gargrad hier, einen super Garpunkt. Genauso wie so ein Steak haben muss. Also immer schön das Ding komplett hinlegen, zusammengedrückt, dann läuft die Butter zwischen und trotzdem habt ihr ein richtig cooles Steak-Ergebnis. Das erzähle ich euch jetzt natürlich so. Ob das schmecken, muss ich jetzt natürlich selber noch kosten. Und jetzt kommt natürlich kurz vor knapp noch ein schön unser grob aufgestoßener Königspfeffer drüber. Was natürlich so ein geiles Steak natürlich nochmal ein bisschen feiner macht. Schau mal, so sieht das gute Stück aus. Also echt ein Prachtsteak, auf eine ganz andere Art und Weise zubereitet. Also Schalter. Oh mein Gott. Wenn ihr die Porter ausgesehen habt, alle sagen immer große Porter aus super. Ich muss das sagen, die Kotelett. Ohne Quatsch, auf die Art und Weise, ganz weit vorne, ohne Scheiß. Also, ich kann euch nur raten, wenn mal draußen schlechtes Wetter ist, ob mal drin die Gusspfanne anzuschmeißen oder mit der Gusspfanne draußen zu machen, schmiedeeiserne Pfanne ist das ja, und die Finger ablecken, sensationell, und da richtig Spaß mit zu haben. Wenn ihr jetzt Freude an diesem Video hattet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht den Eduard oder Kommentar, die mir natürlich verzeihen, dass ich gerade mal nicht gegrillt habe. Ansonsten gerne ein Abo hier oben oder da unten irgendwo oder Freunde oder Bekannten Bescheid sagen, dass bei Klaus Grillt sich immer lohnt, mal anzugucken. Von daher freue ich mich, bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, Feins Grill Barbecue. Macht's gut!